Naja, laden und entladen einer Spule ist vielleicht ein bisschen frech gesagt. Also erinnert euch mal, laden und entladen eines Kondensators. Immer hier auf die Links gucken, da kann man sich nochmal zurückerinnern. Dieses Video wartet hier. Eine ähnliche Schaltung, aber die erkläre ich dann nochmal. Habe ich hier auch aufgebaut. Ich sage, ich schicke einen Strom über eine Lampe durch eine Spule und wieder zurück zu 6 Volt Spannungsquelle. Und ich habe parallel eine Glimmlampe eingeschaltet. Eine Glimmlampe lässt keinen Gleichstrom durch. Denkt man. Aber komme ich drauf. Vielleicht mache ich auch mal ein extra Video über die Glimmlampe, obwohl das ein aussterbendes Element ist, aber ein sehr praktisches. Also damit kann man sogar negative Widerstände erzeugen. Tatsächlich, wirklich. Wie bei einer Tunneldiode. Na gut. Nochmal, was habe ich gemacht? Ich habe. Und zwar jetzt bitte, guckt euch wirklich die Links an, das sind jeweils 2 Minuten. Ich habe diese Schaltung in der Praxis gezeigt, wie die funktionieren. Also, damit, weil die Lampen heller leuchten als Glimmlampen, damit die sich nicht gegenseitig stören, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gezeigt, dass wenn ich über diese Lampe einen Strom schicke, der durch die Spule fließt, dann geht die Lampe verzögert an. Das hängt mit der Selbstinduktion zusammen. Selbstinduktion eine höchst spannende Geschichte, aber es hängt auch mit der Anzahl der Windungen dieser Spule zusammen. Ich habe in diesem Fall einfach ein Relais missbraucht, damit man das Anziehen des Ankers sieht und sieht, dass tatsächlich die Lampe später angeht. Denn nach der Lenzschen Regel baut sich hier, weil ja sich die Stromstärke ändert in der Spule von nichts auf an. Über die Lampe, aber das ist vollkommen egal. Dann baut sich ein Magnetfeld auf. Das Magnetfeld ist aber so gerichtet, dass es seiner Ursache, nämlich dem Stromfluss, entgegenwirkt. Das heißt, bis sich das Magnetfeld vollständig aufgebaut hat, behindert es sich sozusagen so lange nochmal selber. Und das sieht man, dass die Lampe wesentlich später wirklich leuchtet. Na gut, das ist der eine Versuch. Also ihr seht das dann richtig praktisch, das ist richtig deutlich zu sehen. Und das beim lumpigen Relais, das ja nur ein paar tausend Windungen Spule hat und eigentlich einen ganz kleinen Anker. Wenn ich dann aber, jetzt kommt das Schicke, wenn ich dann aber hier diesen Kontakt loslasse, ich habe mal dann die Lampe weggelassen, damit sie wegen ihrer Helligkeit nicht stört, dann tritt, je mehr Windungen ich habe, ach, ich hätte es eigentlich auch mit noch mehr Windungen zeigen können, aber ist vollkommen egal, je mehr Windungen ich habe und je mehr Eisen in der Spule ist, das heißt, je höher die Induktivität der Spule ist, eine Selbstinduktionsspannung auf. Oh, das ist interessant. Die ist um die 100 Volt, also 90 bis 100 Volt, da fangen Glimmlampen erst an zu leuchten. Das sind Gasentladungsröhren. Neonlampe könnte man sagen. Bloß eben nicht mit Neon, nicht mit Leuchtstoff gefüllt, sondern nur mit dem Gas Neon. Deswegen haben die hier wie eine Art Kondensator auch dargestellt, dass hier kein Gleichstrom eigentlich durchfließt. Aber Achtung, es gibt ab einer ganz bestimmten Spannung gibt es eine Stoßionisation und dann fangen die Gase, die da drin sind, an zu leuchten. Gibt es verschiedene Ausführungen. Unwichtig jetzt, nicht so spannend. Aber dass das Ding leuchtet, ist spannend. Denn die Induktivität hier, man sagt auch zur Spule gleich Induktivität, also das wird als Synonym auch verwendet, die Spule hier hat eine so hohe Induktivität, dass sie beim Zusammenbrechen des Magnetfeldes, wo es sich ja wieder ändert, wenn sich es ändert, die Stärke des Magnetfeldes, wird wieder eine Spannung induziert, eine so hohe Spannung induziert, also ich mache aus 6 Volt sozusagen 100 Volt. Das mache ich nicht, das hat nichts mit dem Trafo zu tun, aber die Selbstinduktionsspannung ist so hoch. Damit kann man übrigens so mit so einem kleinen Relais sich wunderschöne Elektroschocker bauen und so weiter. Gut. Strom- und Spannungsverlauf. Und ich habe gleich noch ein paar Formeln mit dran geschrieben. Wer jetzt keine Lust mehr hat, der guckte sich eben nur die Praxisvideos an und fertig. So ähnlich wie beim Kondensator aufladen und entladen ist es auch mit dem Strom. Folgt dieser Formel. Man sieht wieder mal E-Funktion. Ich habe hier die Batteriespannung, hier einen Widerstand. Das wäre meine Lampe mal gewesen. Und hier entsprechend, in diesem Fall kommt kein C hin, ne? Also wenn ihr die Formeln vergleicht, sehen die zwar ähnlich aus, aber hier geht es um die Induktivität. Gut. Jetzt gucken wir uns lieber den Kurvenverlauf an, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dass die Lampe so langsam anfängt zu leuchten, liegt daran, ne? Selbstinduktion, Lampe, Lampenstrom, also der Strom durch die Spule, der durch die Lampe sichtbar gemacht wird, steigt also mit der E-Funktion an. Voraussetzung war, dass beim Zeitpunkt T einschalten kein Strom da war. Jetzt lief Strom und jetzt habe ich ausgemacht. Dann
fällt der Strom relativ schnell ab, und zwar wieder nach der E-Funktion, in diesem Fall nach dieser Formel. Viel interessanter ist ja, und daher kann man auch die Induktivität mit ableiten, wie sich die Spannungen verhalten. Gucken wir uns das grafisch an. Hier habe ich die Batteriespannung. Die Batteriespannung wird aus dem Keller kommt, irgendwann dann sozusagen null sein. Kann man nicht ganz so sagen, das ist zwar die Batteriespannung der Höhe nach, aber die Spannung, die letzten Endes an der Spule anliegt, die wird sich so entwickeln, wieder einem gewissen Niveau. Ist jetzt mal ganz platt gesagt. Viel spannender ist die Spitze hier. Und zwar, wenn ich sage, die UI, wie Induktionsspannung, induzierte Spannung durch Selbstinduktion, AI, wird berechnet. Und zwar, je schneller ich die Zeit wähle, das heißt, ein und aus ist ja nun wirklich sehr schnell. Ich könnte es auch gemütlich mit dem Potentiometer hochdrehen. Spannung, die ich die ich an der Spule anliegen habe, die lasse ich ganz gemütlich zusammenbrechen. Dann wird die Induktionsspannung nicht hoch sein. Und der Strom, der durch die Spule geflossen ist. Ich kürze mal DI nach DT ab als I-Punkt. Man könnte auch I-Strich schreiben, aber das ist eher mathematisch. Physiker machen das eher mit einem Punkt. So, dann kann ich ja sagen, wenn ich das dadurch ersetzt habe, dann kann ich ja sagen, von einem ganz gewissen Proportionalitätsfaktor, nämlich dI nach dT, ist die ganze Sache abhängig, und dieser Proportionalitätsfaktor ist nun mal die Induktivität. Wenn ich die Formel umstelle, habe ich gleich die Formel der Induktivität. Die ist minus hier. Verkehrt rum der Spannungsverlauf gegenüber der Batteriespannung. Minus U durch I Punkt. Ey, das sieht ja aus wie RSU durch I, ne? Vorsichtig ist es nicht. Denn wenn ich hier Strom noch durch Spannung teile, dann habe ich hier Strom durch, das wäre ein Doppelbruch, Strom durch Zeit teile. Durch Zeit, dann kommt hier die Sekunde dazu. Und das nennt man diese Form. Diese Einheit ist ein bisschen umständlich, deswegen zu Ehren eines großen amerikanischen Wissenschaftlers, ein Henry. Ich werde nochmal extra später auf das Thema noch ein bisschen ausführlicher eingehen, aber das bloß mal schön als ganz kurzer Ausblick fürs Verständnis, was hier passiert ist. Auch hier, weshalb UB aus dem Keller kommt und solche Sachen alles, ne? Eigentlich ist das bloß eine Frage der Darstellung. Ich hätte das auch umgekehrt machen können, dann würde es nicht so aussehen. Aber wie gesagt, kommt dann noch. So, ich hoffe, ich habe zum Fall Verständnis auch der Selbstinduktion und so weiter ein bisschen beigetragen, und wie man eine Spule auflädt, dass das ja auch nichts anderes ist. Ich werde hier zum Schluss noch einen Link anfügen, und zwar indem ich nochmal einen modellhaften Vergleich anbaue. Wenn der hier nicht reingepasst hat, wird er hier zum Schluss kommen, und zwar den modellhaften Vergleich. Wir kennen ja, man kann Stromfluss und Spannung und so weiter mit Wasser darstellen, und ich habe eine Möglichkeit gefunden, dass bestimmte Bauelemente, zum Beispiel Kapazitäten oder Induktivitäten, auch schön mit entsprechenden Gerätschaften, die wir alle aus dem Leben kennen, zu vergleichen sind. Gut, also, ich wünsche was. Tschüss.